Ja, hi zusammen und herzlich willkommen bei Mami Blog. In diesem Video geht es ganz grob gesagt um Gefahren und Risiken für Kinder. Ihr erfahrt Tipps und Tricks, wie ihr sie präventiv vermeiden könnt und bekommt darüber hinaus auch Tipps, wie ihr effektiv handeln könnt, wenn euren Kindern im Alltag was zustößt. Dazu ist heute Jordi bei mir. Hallo. Jordi ist Erste-Hilfe-Expertin und steht uns heute beim Drehen ein bisschen bei der Seite. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ja, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Jordis Kreuz. Ich bin schon seit 1998 dabei, bin ursprünglich mal Rettungsdienst gefahren und habe mich 2009 selbstständig gemacht mit einem Konzept für Eltern und Großeltern. Bin also spezialisiert auf Kinder- und Säuglingsnotfälle. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Ganz wichtig ist mir an dieser Stelle noch zu sagen, dass dieses Video hier wirklich kein Ersatz für einen Erste-Hilfe-Kurs darstellt. Ich empfehle hier also wirklich ausdrücklich allen Eltern, einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für Babys und Kleinkinder zu besuchen. Und da wir in diesem Video wieder einige Produkte vorstellen, auch nochmal dazu gesagt, dass es sich nicht um Produktplatzierungen handelt. Das heißt, wir haben für keines dieser Produkte Geld erhalten und das Video wurde nicht gesponsert. Wir starten jetzt mal mit einem der für mich gefühlt wichtigsten Themen. Allein in Deutschland ersticken jedes Jahr etwa 50 Kinder an Kleinteilen. Wir haben oft das Problem, dass wir nicht genau wissen, welche Teile in unserem Haushalt als verschluckbare Kleinteile gelten. Und hierfür gibt es ein kleines Hilfsmittel, und zwar den Kleinteile-Tester. Der entspricht in Größe und Form dem Schlund eines Kleinkindes und ist zum Testen von Spielzeug für Kinder, die unter 3 Jahre alt sind. Und alles, was da reinpasst, ohne dass es rausragt, davon geht eine Verschluckungs- und Erstickungsgefahr aus. Kommen wir zu Sachen, die besonders gefährlich sind. Also das sind vor allem Deckelchen von Cremedöschen, Flaschendeckel. Bei den Flaschendeckel ist halt eben das Gefährliche, die sitzen wirklich relativ dicht hier hinten dran. Und desto eher halt eben auch das Risiko, dass die vielleicht mal an sowas ersticken. Kleine Flummis oder Murmeln. Die sitzen leider besonders gerne da fest. Quetschedeckel zum Beispiel sind eher ungefährlich, einmal von der Größe her. Das zeigt uns der Kleinteile-Tester auch. Aber auch wegen der Lüftungsschlitze ist das Ersticken daran sehr unwahrscheinlich. Die nächsten Kleinteile sind Magnete. Die sind gefährlich, wenn zwei auf einmal verschluckt werden und sich im Körper dann aneinander ziehen. Dann kann nämlich die Gefahr bestehen, dass was abgedrückt wird und im schlimmsten Fall Gewebe abstirbt, weil dann keine Durchblutung mehr stattfinden kann. Und weiter sehr gefährlich sind die kleinen Knopfzellbatterien. Je größer die sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwo in der Speiseröhre feststecken. Das ist auch schon mal klar. Und das kann dann zu sehr schweren Verätzungen führen, weil sie Säure enthalten. So, dann kommen wir zu Nüssen. Bei Erdnüssen und jeglicher anderer Form von Nüssen ist neben dem Problem des Feststeckens in den Atemwegen, das kann ja, na klar, wie mit allen anderen Kleinteilen auch passieren. Aber hier gibt es nochmal das weitere Problem, dass, wenn sie eingeatmet werden und wirklich in der Lunge stecken, dann kann der Arzt sie mit so einer herkömmlichen kleinen Zange, die er halt sonst benutzt, nicht richtig entfernen, weil sie einfach beim Zupacken zerfallen. Habe ich jetzt ein Stück Apfel und das hängt da irgendwo fest, kann ich halt eben damit reingehen mit dieser kleinen Zange, das anfassen und rausziehen. Das funktioniert bei Nüssen nicht und deswegen sind die Nüsse so gefährlich. Und bedenkt auch, dass Erdnüsse zum Beispiel auch über die Nase eingeatmet werden können. Daran denkt man auch nicht wirklich. So, dann weiter nicht ganz ungefährlich sind die Verschlusslaschen von Taschentüchern. Wenn die Kinder die Lasche also abreißen und in den Mund nehmen, dann kann die da runterrutschen und die Luftröhre richtig perfekt verschließen. Am besten sollte man Kleinkinder deshalb nie wirklich mit so einer Papiertaschentuchpackung spielen lassen. Auf jeden Fall schon mal nicht unbeaufsichtigt. Luftballon, genauso gefährlich, wenn die halt eben platzen oder die Kinder die aufpusten und dann halt eben aus Versehen einatmen, kann das halt eben gefährlich werden. Und noch so eine Alltagssituation ist der Einkaufschip. Ich kann das gerne auch nochmal mit dem Kleinteiltester zeigen. Der liegt da halt eben wirklich richtig blöde hinten drin. So, Jordi zeigt uns jetzt sehr wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen fürs Verschlucken. Wenn die Kinder dann doch mal mit mal irgendwo was festsitzen haben, dann nimmt ihr einfach die vorderen Finger und haut einmal mit so ein bisschen Schwung zwischen die Schulterblätter. Das soll eigentlich bewirken, dass das so kurz hochkatapultiert wird und das Kind das dann entweder hochwürgen kann oder dann anfängt zu husten und das aus dem Gefahrenbereich raushusten kann. Wenn ihr jetzt feststellt, dass es halt eben nicht durch dieses Klopfen schon geholfen hat, dann schnallt ihr das Kind halt eben ab und legt das übers Knie. Dabei ist halt eben entscheidend, dass der Kopf tatsächlich den tiefsten Punkt bildet. Wenn ich das Kind zu aufrecht habe, rutscht mir das immer wieder runter und es könnte eher kontraproduktiv sein. Deswegen, der Kopf ist der tiefste Punkt. Eine Hand sichert hier den Popo und die anderen vorderen Finger hauen mit Schwung zwischen die Schulterblätter. Wenn das auch noch nichts hilft, kann man halt eben bei den Kleinen auch noch hingehen und dann halt eben hier 5-mal auf den Brustkorb drücken. Da nimmt man so ungefähr das untere Drittel, wo man halt eben drückt.
Und dann könnte man halt eben nochmal ansetzen und nochmal fünfmal nachklopfen. Wenn das immer noch nicht geholfen hat, mein Tipp, macht die Herzung Wiederbelebung, ruft einen Rettungswagen. Probiert nicht zu lange drumrum und da hört bitte unbedingt zu, weil der Rettungsdienst bzw. die Leitstelle wird euch da auch noch irgendwelche Tipps geben. So, auch Verbrennungen kommen leider sehr häufig in Haushalten mit Kindern vor und dabei wird ein Szenario laut Jordi sehr unterschätzt, auf das sie gerne hier hinweisen möchte. Nicht, dass auf die Herdplatte lang ist, das Gefährliche, sondern halt eben tatsächlich das Topf oder Pfanne vom Herd runterziehen. Die Kinder würden das jetzt so runterziehen und das Gefährliche dabei ist halt eben, es geht als erstes auf den Kopf. Und das ist halt eben das Problem an der Geschichte. Das ist das Herdschutzgitter, was ich halt eben zu Hause habe, was ich am besten empfunden habe nach allen, die ich mir auf dem Markt angeguckt habe, um halt eben euer Kind vor Verbrennungen zu schützen. Kannst du einmal kurz zeigen, wie man das anbringt? Also die klebst du da halt eben drauf, so, und dann steckst du das drauf. Top. Und dann nach dem Kochen nimmt man es weg, ne? Du kannst es nach dem Kochen, genau, dann kannst du es halt eben abnehmen und wegpacken. Oder halt eben auch, wenn du, was weiß ich, Kinder sind bei Oma oder sowas und du kochst mit Freunden, dann brauchst du es nicht. Und für den Geschirrspüler machst du das Gleiche, abziehen, auseinanderbauen. Cool. Und ab im Geschirrspüler. Ja. Genau. Sagst du einmal nochmal die Vorteile? Hier können die Kinder nicht wie durch andere Herdschutzgitter mit den Fingern durch und trotzdem noch auf die Herdplatte lang. Es kann halt eben nichts runtergezogen werden, Flüssigkeiten und sowas kommt halt eben nicht drüber. Und ja, besser schützen kann man sein Kind eigentlich nicht in der Küche. Jordi hat die Szenarien schon öfter miterlebt und ich muss sagen, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr richtig, warum ich das Problem so hintergründig im Kopf hatte, denn sicher ist das nicht die häufigste Unfallquelle, aber mit Sicherheit eine mit den schlimmsten Folgen. Ja, auch das Vergiften ist ein Problem. Kinder vergiften sich an Putzmitteln, Medikamenten, Zigarettenstummeln oder giftigen Pflanzen. Da lässt sich eigentlich auch nur eins zu sagen, Putzmittel, Medikamente und Zigaretten einfach immer wegsperren. Bewahrt sie außer Reichweite eurer Kinder auf. Das ist noch einmal Anschauungsmaterial, dass ihr einmal seht, wie sehen Kinder Medikamente. So sieht das für die Kinder aus. Die sehen tatsächlich nur Mama, Papa, Oma, Opa, essen da irgendwelche Bonbons und die teilen nicht mit mir. Bei diesen Pots haben wir das Problem, das ist giftig, weil es schäumend ist. Wir haben ätzend, weil da Reinigungsmittel dran ist. Die sehen super appetitlich aus für die Kinder, haben aber eine Außenhaut, die sich auflöst, sobald da Flüssigkeit rankommt. Das heißt also, sobald die im Mund haben und einspeicheln, platzen diese Kammern auf. Ja, jede frischgebackene Mama fragt sich wahrscheinlich diese Frage. Und zwar, was muss jetzt rein in die Hausapotheke, damit sie möglichst alles enthält, was wir im Notfall unterwegs oder auch zu Hause parat haben sollten? Wir zeigen euch das mal beispielhaft an einer fertigen, die gibt es so online zu kaufen. Ist übrigens auch eine schöne Sache, weil die Macher dieser Tasche Ärzte vom Universitätsklinikum Bonn sind und der Erlös zu 100% für die Forschung und die bessere Versorgung für Frühgeborene gespendet wird. Die Mitarbeiter der Kindernotfallbox, die arbeiten daran wirklich ehrenamtlich. Und auch Jordi empfiehlt diese Tasche weiter, weil sie sie gut findet und zeigt einmal, was drin steckt. Da haben wir natürlich erstmal ein Fieberthermometer und eine Schere. Ganz wichtig auch ein Tütchen Gummibärchen, also Nervennahrung für eventuell leicht verletzte Kinder. Zwei verschiedene Kühlpacks sind drin, also einmal ein klassisches Kühlpad sowie ein Einmal-Kühlpad. Zu den Kühlpads hier nochmal sehr wissenswert. Wenn ihr diese Kühlpacks benutzt, packt die nur in den Kühlschrank. Wenn die aus dem Froster kommen, sind die viel zu kalt, auch wenn ihr was drumherum wickelt. Wenn die aus dem Kühlschrank kommen, solltet ihr die aber auch nicht zum Kopfkühlen nutzen, weil die einfach zu kalt sind. Wenn das Kind eine Beule hat und ich packe das hier oben drauf, kriege ich das ganz schnell wieder zurück, weil es dem Kind noch mehr weh tut. Wenn ihr unbedingt ein Kühlpack am Kopf nehmen wollt, mein Tipp, lasst es einfach so im Raum liegen. Und es ist vom Material her immer noch so kühl, dass wenn ich das irgendwo drauf packe, das einen kühlenden Effekt hat und das reicht halt eben aus. Für alles unterhalb des Kindes könnt ihr wunderbar die Sachen aus dem Kühlschrank nehmen. Und für alle, die gar keinen Kühlpack zu Hause haben, hier ein kleiner Marmhack. Ich nehme einfach einen Esslöffel und einen Teelöffel. Den Teelöffel kann ich einfach so aufs Auge legen, wenn ich mal irgendwas am Auge habe. Und den Esslöffel kann ich einfach so auf eine Beule packen. Und auch zum Eimerpad noch ein guter Tipp. Das wird ganz schnell ganz kalt. Und damit ihr halt eben das nicht so auf der Haut habt und euch das vielleicht wehtut, zieht den Socken aus und packt das Ding in Socken. Niemals mit Blutkontakt. Aber wenn die Wunde versorgt ist oder halt eben wirklich nur eine Beule da ist, packt das in Socken, dann habt ihr so ein bisschen Kältedämmung. So, und dann haben wir weiter kleine Ampullen mit Kochsalzlösung dabei. Die sind gedacht zum Ausspülen von kleinen Wunden. Eine Zahnbox für einen ausgeschlagenen Zahn. In der Box kann er aufbewahrt und aktiv gehalten werden, bis man beim Zahnarzt ist.
Ja, und dann natürlich Pflaster, Verbände und verschiedene große Wundauflagen. Hier kommen wir gleich nochmal dazu. Da gibt uns Jordi auch nochmal Tipps. Für unterwegs ist jetzt auch ganz wichtig, wenn man nicht direkt seine Hände waschen oder desinfizieren kann. Es sind einmal Handschuhe drin und speziell für den Herbst und den Winter ist auch die Rettungsdecke dabei, damit die wichtigsten Organe abgedeckt und geschützt werden können. Und auch noch sehr praktisch, es liegt ein schnelles Nachschlagewerk mit gebündelten Erste-Hilfe-Tipps dabei und ein Kindernotfallpass für die wichtigsten Dinge, die euer Kind betreffen. Also hier könnt ihr alles Mögliche eintragen, wie zum Beispiel Allergien, Unverträglichkeiten, Vorerkrankungen, Blutgruppe, Kinderarzt und so weiter. Ja, dann noch ein paar kleine Tipps zu Pflaster und Verbänden. Eine sehr häufige Verletzungsart sind natürlich offene Wunden und recht ungeschickt zu verbinden sind dabei die mobilen Gelenke, also die Knie und die Ellbogen. Jordi zeigt euch deshalb hier nochmal einen sehr schönen Tipp, wie es an diesen Stellen wirklich gut hält. Jetzt haben wir hier einmal diesen vorgeschnittenen Streifen und jetzt müsst ihr halt eben darauf achten, dass der Arm nicht komplett angewinkelt ist und auch nicht komplett durchgedrückt ist, sondern dass wir so eine Mittelstellung haben. Dann nehmt ihr diese beiden Mittelstreifen und packt die erstmal in der Mitte drauf. Und dann geht ihr hin und überlappt die. Die Wunde ist komplett zu. Ich kann aber meinen Arm nach vorne, nach hinten, so wie Kinder das ja auch machen, bewegen, ohne dass das Pflaster halt eben wieder abfällt. Für alle weiteren kleinen Wunden, die offen sind, empfiehlt sich für Kinder auch immer ein Motivpflaster parat zu haben. Und hier noch ein Tipp zu den unterschiedlichen Verpackungen von Verbänden. Es gibt einmal Verpackungen aus Plastik und es gibt Verpackungen aus Papier. Und in Verpackungen mit Papier ist auch immer ein Papier mit drin, also eine Wundauflage. Wenn man das weiß, dann kann man für eine Wunde, die stark blutet, also direkt den Verband mit Wundauflage rausholen. Ja, das war es auch schon wieder beim Mami-Blog. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, könnt ihr die natürlich einmal gerne unter dem Video stellen. Oder aber ihr kontaktiert Jordi direkt. Sie ist auch bei Instagram. Genau. Unter erstehilfeparty.de könnt ihr sie kontaktieren, konkrete Fragen stellen und ansprechen. Ja, dann sagen wir Tschüss und hoffentlich bis ganz bald. Ja, ciao.